Naja, nicht alles. Ein paar von meinen Snacks fehlen, aber das mit der Axt, die habe ich weniger. Ist doch schon mal was. So, ja, weiter gucken. Hier muss noch irgendwo ein Baumstamm rumrollen. Hier stand Was gerade ist? noch einer von den Ureinwohnern, hat nichts getan und ich habe ihn mit einem Schlag ins Fetzen gerissen. Okay. Dann war der tot und ist gebuggt. Dann hast du den zerteilt, das ist kein Thema. So, aber wie gesagt, hier muss noch irgendwo ein Baumstamm sein. Baumstamm, Baumstamm. Lurch, Lurch, Lurch! Mein Lurch, komm her! Sehr schön, Lurch. Ich sehe den Baumstamm nicht. Ja, ansonsten hacken wir noch einen um, wir brauchen eh noch mehr. Ich will jetzt diesmal wenigstens die Hütte fertig haben und speichern, bevor ich das Lagerfeuer baue, nicht, dass ich dich dann wieder rauskicke. Baum fällt. Hinten liegt da noch einer. Ja gut, brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen nur einen. So, jetzt fängt der Spaß an. Hier hochzukommen ist ziemlich ätzend. So. Ureinwohnerpatrouille. Ja, komm hoch. Ach. Musst ein bisschen mit Strafe links, rechts. So. Speichern. So, schlafen gibt's gar nicht im Multiplayer. Interessant. Ja, es ist nur einer da unten, oder? Den habe Nein, ich. ich sah jetzt eben gerade ein paar. Da sitzt einer gerade unten an der Wurzel und einer steht. Ja, so, ihr Dreckskannibalen, kommt her. Ach nö, nicht schon wieder. Bist du wieder gestorben? Ich Ja, du bin musst. zu schnell aus dem Ja, Hitzfäusle da musst du echt aufpassen. So. Danke für die Warnung. MK is on a killing spree. Oh, der lebt noch. So, sehr schön. Da haben wir uns auch jetzt mal behauptet im Vergleich zu eben. Wunderbar. So, dann baue ich jetzt mal ein Lagerfeuer. Und die Gegend soll weniger von Ureinwohnern verseucht sein? Weniger als anderswo. Okay, das Lagerfeuer hier buggt. Verdammt. Ja, okay. Also dieses Lagerfeuer darf man dann nicht bauen. Würdest du dann kurz nochmal neu starten? Ja, müssen wir schauen, wie das mit dem Laden funktioniert. Moment, ich speichere gerade nochmal. Vielleicht. Wow, vielleicht geht das Lagerfeuer dann. Wow, meine Güte, komm hier hoch. Hallo.
Das will mich irgendwie. Komm mal her, hier, Baumstamm. So. Vielleicht funktioniert es ja, das Lagerfeuer nach dem Laden ja wieder. So, dann schauen wir doch mal, ob das immer noch jetzt Multiplayer ist, nachdem ich jetzt hier direkt auf Laden gegangen bin. Aber wir haben es zum ersten Mal geschafft, in einer Aufnahme unser Baumhaus fertig zu kriegen. Ich bin total begeistert. Es hat ja auch nur die doppelte Manpower benötigt. So, es ist irgendwie total dunkel. Und es ruckelt und ruckelt und ruckelt und ruckelt und ruckelt. Ja, und es scheint irgendwie nicht mehr zu funktionieren. Das Speedy, mein Spieljoint. Schade, schade, schade. Und die Symbole spinnen auch irgendwie hier rum. Mehr als schwarzer Bildschirm ist leider nicht. Also da dürften die definitiv nochmal ein Patch bringen, damit das ja, nicht mehr passiert. Aber bis dahin... Es wird nicht nur einer kommen, also das kann ich dir versprechen. Ich meine, wir hatten in der 008 hatten wir 4 Unterpatches mit Bugfix. Was ist da denn? Was geht denn da ab? Ah, ich kann auch mein Inventar nicht öffnen. Also, ich denke, das war es dann jetzt gerade für diese Aufnahme. Wir schauen noch mal an und ich baue. Aua! Was hat mich denn hier gehauen? Und wir schauen, genau, wir schauen uns dann noch mal an und ich baue nicht dieses eine bewusste Lagerfeuer. Vielleicht funktioniert es ja mit anderen. Bis dahin, tschüss. Tschüss. So, willkommen zurück. Wir haben jetzt noch ein bisschen rumprobiert und wie wir feststellen mussten, sind bis auf das einfachste Lagerfeuer alle Lagerfeuer verbuggt. Mit der Kenntnis dieses sollten wir dann doch ein Stückchen weiterkommen. Es ist natürlich echt schade, dadurch, dass wir das dann jedes Mal wieder anzünden müssen, also neu bauen müssen, wenn wir irgendwas machen wollen. Aber ich denke, für den Anfang wird das genügen. Ah, lass mich durch. Aber irgendwelche Bugs musste es ja geben. Ja, gut. Wie gesagt, Alpha, Alpha, Alpha. Das ist ja so by far noch nicht. Aua. Entschuldigung. Auto-Aiming ist nicht so der Fall von diesem Ding. Ja.
So, aber dann würde ich doch sagen, dann bauen wir uns jetzt mal ein anderes Hütchen gleich. Schaffe ich es heute, nochmal so einen Koffer beim ersten Mal zu treffen? So, dann würde ich doch sagen, lass uns doch mal losziehen. Ja, geh vor. Oh, Ureinwohner, Ureinwohner, andere Richtung. Die sind aber wirklich übelst präsent hier im Moment. Vielleicht muss ich mir auch wirklich eine andere Stelle aussuchen. Weil ich habe das noch nie gehabt, dass da oben so viele Ureinwohner die ganze Zeit gekommen sind. Vielleicht haben sich die Entwickler gedacht, ach, der Junge in seinem Let's Play, der hat sich so in diesen Platz verliebt. Da setzen wir einen dicken Spawnpoint hin. Das könnte wirklich sein. Ich weiß, dass da ein Ureinwohnerdorf in der Nähe ist. Aber normalerweise, also da war sonst nie jemand. Da ist schon wieder einer. Wirklich nicht zu fassen, wie die verteilt sind im Moment. So, wir sind gleich auch schon wieder da. Ein bisschen durchboosten. Was wir gleich eventuell am Lagerfeuer mal ausprobieren müssten, wäre noch, wenn ich Essen hinlege, ob du es nehmen kannst.
Schauen wir doch mal. Ich lasse mich da komplett überraschen.